Du hast keine Zeit, kreativ zu sein? 10 Minuten reichen schon. Schnapp dir dein Art Journal und eine Kreditkarte, eine alte, und kratze mit Gesso drüber, wo du vielleicht Bedenken hast, die Seite zu verändern. Schon hast du einen Nebel geschaffen, auf den du jetzt wieder ganz frisch, fröhlich eine Farbe zum Beispiel auftragen kannst. Das Orange hat mich heute angesprochen. Das will ich sowieso leer machen. Die Tube ist fast leer. Und so habe ich den Raum hinter ihr jetzt orange gestaltet. Das gibt eine schöne Farbe, eine Wärme. Ja, weil so viel Farbe drauf war, kannst du auch da reinkratzen. Den Rest im Pinsel, den tue ich nicht komplett ins Wasser, sondern verteile ihn schön auf der Seite. Und schon hat diese Seite eine Tiefe bekommen. Ja, du siehst hier, Collage war mir zu viel, habe ich jetzt doch nicht weiter aufgeklebt. So habe ich mir meine Buntstifte genommen. Die stehen gleich links neben mir, damit ich sie auch benutze. Denn ich finde, im Art Journal gehören Buntstifte dazu. Das ist so ein schneller, schöner Farbauftrag. Gesso stand noch offen da, und so nehme ich meine Finger und erhelle ihr Gesicht ein wenig. Und dabei bemerke ich, dass diese Schulter, die ich da gemalt habe, mir im Moment nicht gefällt. Also nehme ich meinen Lyra, diese Graphitkreide, die wasserlöslich ist, und male mir eine neue. So einfach ist das. Wenn ich schon dabei bin, gibt es auch ein paar mehr schwarze Details. Wenn du mich kennst, dann weißt du, wie sehr ich Splattern liebe, also Farbe aufs Papier spritzen und dabei solche schönen, unvorhergesehenen Muster gestalten. Das musste hier auch sein. Jetzt überlege ich, was ich noch machen kann. Weil ich eben den blauen Buntstift benutzt habe, denke ich, dass ein Tuch, was ich ja hier eingemalt habe, wenn das in Blau ist, passt das wunderbar dazu. Und genau so ist es. Den Rest streiche ich aus in der Seite, damit er nicht verloren geht. Und schon klingelt mein Wecker. 10 Minuten sind um. Was soll ich sagen? Ich habe so ein schönes Gefühl jetzt, das kreiert zu haben. Probier es aus. 10 Minuten reichen schon. Schnapp dir deinen Journal und mach es bunt.